Einen wunderschönen guten Abend, auch wenn es hier recht hell ist. Gib den Weg frei! Ja. Gib den Weg frei! Ich mache hier eine Anmoderation, ja? Gut. Egal. Also, herzlichen, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. So haben wir mal angefangen. Ja, und willkommen zurück zu Assassin's Creed im schönen Ägypten. Wir sind wieder zurück in der Heimat. Man sieht es vielleicht und ich habe ja eine Quest markiert, die an drei Stellen starten kann. Und ja, ich denke, wir machen das jetzt einfach mal. Oh, wie war denn das? Streicheln nochmal. Man konnte irgendwie streicheln. Das war's nicht. Ich hab's vergessen. Jedenfalls, ich glaube X wäre es gewesen, egal. Jedenfalls gehen wir einfach mal hin, denn das ist jetzt der Fluch des Pharaos und den wollen wir uns natürlich auch näher anschauen. Das interessiert mich jetzt echt. Ich hab mir einen Vogel ja noch nie gestreift. Vogel, kommst du nochmal? Vogel. Zenu. Komm mal her, ich bleib hier auch stehen. Flamingos. Zenu? Zenu? Na komm. Ja, da kommt sie ja wunderschön. Dann wollen wir mal gucken. X war Autobahn. Okay, ich muss nochmal nachgucken, was es war. Irgendwann streichle ich sie noch. So. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich hatte eine ziemlich lange Pause gemacht. Wer es genauer wissen will, heute ist der 1. April. April. Und habe ich mir gedacht, ich fange mal wieder an, nachdem ich ein paar Nachrichten gelesen habe. Ja. Also ein paar von den guten Nachrichten natürlich, ne? Und mit... Willst du nach Theben? Ich frage mich, wie im April geht, aber gut. Eine vom Sand gepeitschte Reise. Doch meine Karawane ist schnell. Okay. Was ich übrigens witzig finde, ist, er steht hier so mittendrin und fragt, ob ich nach Theben will, ne? Wenn ich die anderen anschaue. Oh, was ist das denn hier? Prüfung des Anubis. Ah, könnte ich eigentlich auch kurz machen, ne? Wenn ich zu den. Sag mal, ich dachte, man könnte hier auch schneller scrollen. Ne? Der da ist an einem Hafen und der da ist auch an einem Hafen. Ist die gleiche, aber. Ich war da noch nicht. Darf ich mal kurz Prüfung des Anubis, wie schlimm ist die? 45. Ach komm, wir schieben die zwischen. Wir werden bald aufbrechen. Wir schieben die zwischen. Wie konnte ich nochmal? Ah ja. Willst du nach Theben? Dich hatte ich? Eine vom Sand gepeitschte echt? Reise. Doch okay. Meine Karawane ist schnell. Ja, gleich. Ich muss nur leider erst, also das, ihr seht, ich bin sehr gut vorbereitet, hab voll den Plan, was ich jetzt... Oh. Aua. Okay, ein Kamel ist also zu blöd, da durchzukommen. Komm ich hier durch? Hier komme ich durch. Hab voll den Plan, in welcher Reihenfolge ich was mache jetzt. In einer Gruft? Und ja. Jetzt... Diese Prüfung reizen halt doch ein bisschen. Ne? Ich habe es ja bislang tatsächlich. Eine habe ich bisher gemacht, die gegen Sobek. Da war die ja dabei. Jetzt machen wir mal die nächste. Und schauen uns mal Anubis an. Einfach mal so. Wow. Ja, stimmt, die rennt ja automatisch los. Ich habe gerade den Sprintknopf gesucht, aber das macht sie ja selber. Was ist das denn da oben? Das sieht ja cool aus. Guck, jetzt sprintet sie mal raus hin aus der Stadt. Ah, so, Jungs, auf die habe ich jetzt gerade keinen Bock. Er ist ja doch neugierig. Ne? Man muss ja alles mal gesehen haben. Ich habe die ganzen letzten Wochen tatsächlich, also wo da keine Folgen kamen und so, ich habe auch nicht gespielt. Oh. Aber ja. Oh, die große Sandsee habe ich auch direkt entdeckt. Kurz auf die Karte gucken. Ja, das sind bestimmt ein paar tolle Bilder von Anubis, die ich mir jetzt nicht angucke. Man will sich ja nicht spoilern. Hier unten, da können wir ein bisschen gucken. What? Warum hat der einen Geist am
dabei. Ist schon, ich meine, cool. Ich meine, manche Leute schauen sich halt wirklich alles an. Ne? Die reiten hier einmal quer durch und so. Mache ich ja dann doch nicht so brutal, aber okay. Bäh. Hallo Anubis, Schakalgott. Okay, der muss ja erstmal seine. Ups. Okay, ich muss echt erstmal schauen, was ich. Darf ich mal ganz kurz. Moment, stopp. Ich hätte mich vielleicht nicht direkt nach Götter-Dings als erster stellen sollen. Das ist ein Jagdbogen, das ist ein Raubtierbogen. Ich hatte hier, glaube ich, meinen Schnellschussbogen bei dem, ne? Leichter Bogen. Hier, Brennen bei Treffer, Gesundheit bei Treffer. Aber der ist halt besser. So, wir nehmen den mal und. Hoppala. Immer mit seinen Schakalen hier, ne? Oh. Machen das Ganze doch langsam ein bisschen besser hier, ne? Langsam habe ich es ja kapiert, wie es geht wieder. Oh, hab ich doch noch erwischt. Einmal, zweimal. Da sollte ich wohl nicht mehr rein, das stinkt ein bisschen, wa? Einmal ausweichen, zweimal ausweichen und. Oh, super, ja, in die Richtung wollte ich auch, ne? Dann weicht man halt, denke ich mal, am besten aus, weil, ne? Überhaupt nicht so. Ah, jetzt kann ich hier ein bisschen. Will ich hier weg? Boah, ist das mies, sag mal. Was macht dieser Gott? Aber er ist halt auch der Totengott, ne? Dieser Anubis. Oh. Kommt's her? Jetzt kommen sie zu zweit. Schnell weg. Oh Mist. Hat nicht so ganz geklappt. Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich noch? Ich muss ja mal gucken, ob ich den hier wieder ausgewichen bin. Also wenn es zwei sind, erwischt mich einer wohl immer. Muss ein bisschen noch besser werden. Ah, so viel zum Thema Munition, jawohl. Nehmen wir wieder hier mit. Wieder.
Einen davon machen wir. Zack. Oh, das jetzt wird aber fies. Wenn ich den auch noch ausweichen muss nebenbei. Ich will hier weg. Ich hätte gerne ein bisschen eine kurze Ruhepause zur Erholung. Kurze Ruhepause zur Erholung. Mir geht's nicht so gut. Ich hab wohl keine Munition mehr hier. Sag mal. Jawoll! Ich muss mal ganz kurz wieder gucken, weil ich kann gerade wieder mal nicht schießen und weiß nicht warum. Ach, weil er keine mehr hat. Also ich muss Munition sammeln. Aber ich habe halt auch die Dings nicht mehr bekommen, dass ich keine Munition mehr habe, die Einblendung. Deswegen ein bisschen verwirrend. Wo ist die Munition? Ich brauche Munition. Wo ist die Munition? Irgendwo wird ja wohl Munition sein, da hinten. Da hinten ist hier was glitzern. Wirklich. Lass mich hier raus. Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Dann kann man ja auch raus, dass man den so entgegen am besten ausweicht. Jetzt muss ich hier wieder raus. Schnell. Der dann ja so macht, das ist ziemlich voll der Arsch hier. Ich hab einmal raus und nochmal raus und nochmal und die Richtung und die Richtung und. Der Gott ist ein bisschen pisst, glaube ich, kann das. Hoppala. Einmal und nochmal. Ja, aber irgendwann hat man den Dreh halt raus, wie dieser Kampf funktioniert, ne? Oh, schön Munition einsammeln hier. Peppa. Ich glaube, jetzt ist er wieder sauer auf mich. Was? Oh, das sind diesmal keine, denen ich ausweichen kann, sondern solche. Oh, komm, ich will die Pfeile nicht. Wow. Dafür verschwenden. Oh, weg hier. Uah, weg hier. Aber sowas von. Ach, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Da machen wir jetzt aber schnell kurz einen Prozess mit, weil. Ja,
Bisschen mehr Konzentration. Bisschen Konzentration jetzt hier. Dass ich hier mal wieder so. Wow. Ja, das habe ich jetzt natürlich ganz toll hingekriegt, dass ich mich so gar nicht mehr drauf konzentriert habe. Jetzt brauche ich erstmal wieder Munition hier. Sag mal, das gibt's doch nicht. Warum erwischen die mich jetzt immer? Ist da hinten Munition? Ja, da hinten sehe ich's glitzern. Schnell, 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 schnell. So. Gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's. Der ist ja eigentlich auch schon fast tot hier. Ah. War noch nicht ganz weg, aber scheinbar weg genug. Puh. Ja, so kann's gehen, ne? Na, guck mal, ein Zepter, ein Bast. Habe ich das nicht schon? Mal kurz gucken, ich glaube, das habe ich schon, oder? Zepter, 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 Zepter. Ich habe doch gerade vorhin schon. Ja, ach nee, ich habe einen Schakal-Zepter und einen Bast-Zepter. Ah. Ist ja auch ganz was anderes. So, ich hätte jetzt gerne wieder meinen Jagdbogen, weil ich mag meinen Jagdbogen, meinen Kriegsbogen. So, Raubtier, Dings. So. Und 9900, die Richtung würde ich gerne wieder zurück. Ach komm, das machen wir. Wir nutzen die Schnellreise. Ihn kennen wir ja schon. Schauen wir mal, ob es bei jemand anders ist. Und reisen mal weg aus Memphis. Was heißt Memphis? Ach komm, ich reise aus Memphis los. Mal gucken, ob jemand anders einen anderen Text erzählt. Na, haben wir das auch mal ausprobiert. So. Da. Ja, wahrscheinlich ist das aber schneller, komm. Ach ja, das war ja so blöd. Alt war klettern und was war springen? Oh, das war die Synchronisation, entschuldige. Ich bin sowas von raus hier. War nicht alt auch schon? Alt war klettern. Was war denn dann hüpfen? War nicht alt auch hüpfen? Wahrscheinlich war alt auch hüpfen, ne? Ja, alt war auch hüpfen. So, schauen wir mal, was der erzählt. Oder ist es der gleiche hier? Willst du nach Theben? Ja, ja, ja. Ich habe die schnellste Barke auf dem Nil. Er bringt mich mit einer Barke nach Nil. Ich bring mich mit einer Barke nach Nil. Los. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Das wollten wir schließlich anfangen. Da bin ich sehr gespannt. Der Fluch der Pharaonen. Das zweite DLC von Assassin's Creed. Und ja. Dann sind wir wieder drin. Im alten Ägypten.
Bayek, ich sende dir keine Grüße, sondern eine Warnung. Vier lange Jahre sind nun schon seit dem letzten Artefakt vergangen. Doch das Credo treibt uns immer weiter voran. Von einem Boten erfuhr ich von einem weiteren Artefakt. Dieses Mal in Oberägypten. Du musst sofort los. Bring dieses Paket zu Merti. Sie betreibt ein Geschäft in der Nähe von Luxor. Sie schuldet mir etwas, doch keine Freundschaft. Den Rest überlasse ich dir. Finde das Artefakt, koste es, was es wolle. Den Rest überlasse ich dir. Wir finden das Artefakt, koste es, was es wolle. Niemand darf seine Kraft gegen die anwenden, die angewiesen sind auf unseren Schutz. Willkommen! Willkommen in Theben! Wer bist du denn? Brauchst du ein Bett? Einen größeren Schild? Ein Leibwächter? Nein. Was ist das? Der Fluch der Pharaonen! Bei den Göttern. Er hat sie getroffen. Ach, das ist nun mal eben ein Level 46er. Willkommen hier, ne? Hey, nein. Also jetzt. Du bist nicht als ein Hirngespinst! Jetzt muss ich leider sagen, so nicht, weil. Zurück in die Tür! Diese Menschen sind unschuldig! Ich bin kein leichtes Opfer! Wer hat dich beschworen? Ich nahm nur ein paar Wachmen. Es gibt Schlimmere als mich. Dieses Scheusal wird uns alle holen kommen. Jetzt fängt er wieder an. Also wenn ich ihn nicht beschäftige, dann fängt er direkt an, andere zu killen, anzugreifen. Na komm. Wow. Nochmal so, bitte. Das ist halt ein richtig guter Schlag. Ein würdiger Gegner auf jeden Fall, weil du machst ihre Sache schon auch gar nicht schlecht hier, ne? Na komm. Brenne. Okay. Also das ist ja mal auf jeden Fall. Jemand jetzt hat das Artefakt und beschwört damit längst Verstorbene. Ich muss etwas tun, bevor dieser Fluch ganz Theben abschlachtet. Aber echt mal, aber das ist ja echt. Man guckt sich das mal an. Amulets Kontakt ist in der Nähe von Luxor. Das ist ja über. Das ist ja. Okay. Was haben wir hier an Quests? Kam da direkt eine Quest dazu? Haben wir eine neue Ausrüstung bekommen? Schlaf bei Blocken. Das himmlische Licht, bla. Mhm. Nehmen wir den mal. Ich meine, der ist jetzt nicht unbedingt besser, aber. Aha, das ist ein Geschenk. Dann schauen wir mal kurz hier in die Quests rein. Da würde ich gerne halt wieder rausgehen können, aber dann, ja, dann wollen wir erstmal mal mit ihr sprechen. Was neu, was anderes wissen wir einfach noch nicht. Entschuldigung. Und dann, ja, ich denke, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch, ne?
Ja, es ist schön, wenn die Karte wieder so schön unaufgedeckt ist. Also, guck dir das mal an, was hier alles ist. An klick, 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 klick auf Fragezeichen und klump und so. Ach, schön. Die Dreiheit von Theben. Meister der geheimen. Der klingt gut. Also Meister der geheimen Dinge klingt super, aber wir fangen erstmal die Hauptquest auf jeden Fall an. Neuer Ort entdeckt. Ich bin in einem Sperrgebiet. Echt jetzt? Hier? Mittendrin? Merti, du weißt, was dieser Fluch Theben gekostet hat. Und mich. Ich habe nie... So, schauen wir doch mal. Du hast den Fluch überlebt. Man wird in ganz Theben von dir sprechen. Mein Name darf nicht erwähnt werden. Genug, Sutek. Natürlich. Kein Philakitai wird von dem Mann mit dem tödlichen Blick erfahren. Man sagte mir, du könntest helfen. Das ist für dich. Was ist das? Wer gab dir das? Die Frau, die du als Aya kennst. Nun gut. Und was willst du? Ein seltenes Artefakt. Ich halte es für die Quelle dieses Fluchs. Kann das sein? Es gibt Gerüchte. Ein Relikt wurde aus einem Pharaonengrab gestohlen. Eine Gemein dieser Frevel habe den Fluch heraufbeschworen. Ich muss es finden. Es gibt einen Schwarzmarkt hier in Theben. Geheime Auktionen. Seltene Güter. Sprich mit den Händlern am Hafen. Die wissen mehr. Sag Aya, dass wir quitt sind. Ich ziehe nach Süden. Dieser Fluch ist mir nicht geheuer. Und wenn ich mehr Fragen habe? Dann such Isidora, Gottes Gemahlin des Amun. Sie versteht diesen Fluch auf eine andere Art als ich. Ah. Ich finde den Haarschmuck finde ich Hammer. Also, der ist echt hübsch. Ach, guck mal. Assassin's Creed, Fluch der Pharaonen, ja. Damit geht's los. Aber, ich meine, es ist eine echt hübsche Stelle gerade, einfach auch mit diesem Ding, ne? Die Quest schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Denn bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal.